Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zu einem Modell-Review, zu einem neuen. Wenn ihr wissen wollt, welches Modell das ist, dann bleibt mal dran und wir sehen uns gleich wieder. Ja, und zwar handelt es sich bei dem Modell diesmal wieder um ein H0-Modell, diesmal von der Firma Reinhardt. Ich habe von dieser Firma auch ein 1 zu 50 Modell in der Sammlung. Also nicht so viele Modelle. Aber wie gesagt, das Ganze stammt von der Firma Herpa. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Da war er drin und typisch für Mercedes-Modelle ist eben lizenziert bei Daimler. Das ist nicht nur bei H0-Modellen so, das ist auch bei allen 1 zu 50 Modellen so. Ja, schauen wir uns das Modell einmal genauer an. Ja, wie gesagt, das Modell ist ein Arctros oder ja, müsste ein Arctros sein mit etwas kleinerem Fahrerhaus. Wie gesagt, das sieht man auch sehr, sehr schön. Vorne den Schriftzug Arctros. Und da sieht man auch schon den ersten Bedruckungsfehler. Kann man eindeutig sehen, ja, das passiert. Das macht das Modell aber einzigartig, muss man sagen. Die Außenspiegel klebe ich bei meinen H0-Modellen grundsätzlich nicht an. Also auch wenn man mal hier hinten schaut, die haben alle keine Außenspiegel dran. Die LKW-Modelle. Kommen wir aber zum Reiner zurück. Wie gesagt, das ist ein Volumen-Kippsattelzug, wie man den so schön schimpft. Also jetzt nicht der klassische Kippsattel von der Baustelle, sondern auch schön mit Abdeckung. Ich weiß nur nicht, ob man die abnehmen kann. Das habe ich noch nicht probiert. Wie gesagt, was mir sehr, sehr gut gefällt an dem Modell hier selber, sind die Chromfelgen. Die sind auch sehr, sehr schön dargestellt. Wie gesagt, auch der Aufstieg, wenn man, ne, dieser typische Fahrerstand für den Fahrer, wenn der LKW beladen wird, ja, auch sehr, sehr schön unten die Werkzeugkästen dargestellt eben. Wie gesagt, gekauft habe ich das Modell diesmal nicht über Internet, sondern beim Modellhändler. Den Lokschuppen in Dortmund, aber ich weiß nicht, da werde ich glaube ich nicht mehr hingehen, weil die haben wirklich, ist eine Katastrophe bei denen. Ja, wie gesagt, alles in allem ein sehr, sehr schönes Modell. Auch die Details hier am Tank sind sehr, sehr schön dargestellt. Das ist eben Herpa-typisch. Ja. Schauen wir uns das ganze Ding nochmal von der anderen Seite an. Ja, so sieht das LKW-Modell von der anderen Seite aus. Hier kann man nochmal sehr, sehr schön die Details des Aufliegers sehen. Auf dieser Seite sind keine Werkzeugkästen. Da ist eben dieser Seitenunterfahrschutz, der beim Unfall gar nichts bringt. Ne? Also kann man genauso gut weglassen. Was sehr, sehr schön ist bei diesem LKW ist, dass die Rückleuchten hinten tatsächlich richtig dargestellt sind. Und eben dieses Verdeck, das kann man abnehmen. Das ist mir vorhin, habe ich mal vorhin getestet. Wie gesagt, und auch hier sehr, sehr schön dargestellt, der Laufsteg. Nochmal, der Tank, da ist auch, ne, auf der einen Seite. Auch die Türgriffe sind separat dargestellt. Also nicht jetzt in Wagenfarbe lackiert, aber das haben fast alle Herpa-Modelle inzwischen. Und eben auch hier
Nochmal die Chromfelgen. Ja, schauen wir uns das Modell nochmal kurz von vorne an. Ja, so schaut das Modell nochmal von vorne aus. Hier kann man nochmal sehr, sehr schön den Arktros-Schriftzug sehen eben und eben das Logistik. Ja, das soll es mit diesem Modell-Review gewesen sein. Noch ein paar Programmtipps, also jetzt folgen nicht sofort die Detailbilder, sondern noch ein paar Programm, noch ein paar Sachen, die ich mir gekauft habe und noch so ein paar Sachen und noch ein paar andere Sachen. Ja, wie gesagt, noch ein paar kleinere Sachen. Ich muss die Kamera noch richtig fokussieren. So, jetzt haben wir es. Noch ein paar kleinere Sachen. Ich habe mir fertige Bäume auch noch geholt. Einmal dieses Exemplar und dann noch ein paar kleinere. Und zwar für das Dio hier. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von fertigen Bäumen. Da wird es eben, ja, ich wollte hier vorne so ein paar andere Bäume noch hinpflanzen und eventuell den großen Baum dorthin oder vorne in der Einfahrt. Da ist ja auch noch eine Einfahrt hinter, ne? Ihr kennt ja mein großes Bauhof-Diorama. Ja, wie gesagt, dafür sind die Bäume. Es wird, wollte ich mit euch wahrscheinlich dann ein Dioram-Bau-Tutorial machen noch. Wieder und mit, das mit euch zusammen machen. Wie gesagt, das ganze Ding hier ist jetzt... ein bisschen, oder eventuell werde ich die kleinen Bäume da an eine Straße pflanzen. Das sieht bestimmt auch sehr, sehr schön aus. Also, wie gesagt, das ganze Dio hier nochmal im Blick. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich habe mir einen Turmdrehkran auch bestellt in 1:50, den ich mit euch umbauen wollte. Das ist dann ein Modell Tutorial Umbau oder so ein, wie gesagt, ist ein 1:50 Modell, ein altes, was ich mir bestellt habe. Das wollte ich mit euch zusammen dann umbauen. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von diesem Review. Wie gesagt, jetzt kommen noch die Detailbilder von dem LKW. Ich wünsche euch was, macht es gut, bis dahin.